Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Wir haben mittlerweile 4 Niederlagen in Folge auf dem Konto. Jetzt würden mal Punkte gut tun. Und wenn es nur, ja, wie soll ich sagen, oh, Gomez ist verletzt, geil. Verletzungsdauer 1, das geht ja noch. Wie geht's bei Trash? Verletzungsdauer 1, das geht ja auch. So, egal. Punkte täten gut und wenn es nur ein Unentschieden ist. Wäre besser als nix, auf alle Fälle. Punktelos will ich hier nicht durch die Saison gehen, das ist mal gar nicht. Mittlerweile sind nur noch 12 Punkte drin, 18. Da muss ich halt doch irgendwo gucken, wo ich bleibe. Und da ist halt momentan, ja, was angesagt. Ah, okay. Ein, ja, er nimmt Alexander. Hat er da dabei mit einer 75er Bewertung im Sturm. Wenn er den gut findet, wieso nicht? So, Anstoß für meinen Gegner. So, mal gucken, ob wir hier was machen können. So, er hat auf jeden Fall The Journey auch gespielt. Also schon durchgespielt, ich noch nicht. Ich vielleicht im Moment der Aufnahme schon. Also, wenn die Folge hochkommt. Hoffe ich mal. Oh, come on. Was macht er denn hier alles? Ecke für meinen Gegner. Oh, Keeper hat den. Ah, shit. Was mache ich denn? Geh mal lang. Ah, so nicht. Da wollte keiner. Da habe ich auch was Falsches angesagt. So, dranbleiben, versuchen, machen, tun. Boah, da setzt er sich durch mit Hunter. Und der macht ihn. 1-0 in der 9. Minute. Ja, ja. Der Alexander mal wieder. Ah, okay. Das erste Mal, dass ich gegen ihn spielen muss. Ah, shit. Einwurf für uns. So. Setz dich durch. Come on. Nee. Oh, sauber. Nein. Nein, da war noch einer zwischen. Putz, der ist drin. 1-1, Ausgleich. Oh, es geht doch. Mensch. War viel Glück dabei, aber rein muss auch mal das Leder. Und der ist halt drin. Ah. Geht doch. Nein. Oh, ich mach zu auf hier. No. Er legt ab. 2-1. Okay. 15 Minuten, 3 Tore. Läuft. Ist auf alle Fälle. Kann man ja mal machen. Oh. Was machen wir hier? So, erstmal nichts. So, er geht über den Flügel. Jetzt ist gut. So, den hat mein Torwart. So. Sauber. Ah, Schussfinte verkackt. Es ist immer bitter. Kommt ab und an immer noch vor. Obwohl das schon besser geworden ist. Übung macht halt doch den Meister. Passt. Huiuiui, komm schon. So, muss ich zurück zum Keeper spielen. Ist einfach mal so. Boah, Glück gehabt. Da komme ich nicht ganz hin, aber boah, im zweiten Versuch dann schon, aber auch nicht richtig. So. Meiner.
erstmal gewesen. Das war es dann auch schon wieder. So. No, da kommt der Ball. Den hat unser Keeper. Oh, come on, was mache ich hier? Sauber. So. Schöne Kombination, aber oh, schön durchgesetzt. Flanke kommt auch noch. Macht der Keeper. So ein bisschen. So. Dranbleiben. Ja, oder auch nicht. So, Retourkutsche. Ah, schade. Ja, das geht so nicht. So, Einwurf. Der war zu weit nach hinten. Definitiv. Ah, er kontert. Und wie er kontert. Und er macht einen rein. 3-1. Wieso komme ich nicht durch? Das ist mein Problem. Gerade. Boah, und dann wieder solche Pässe. Dreh um. Mann. Immer diese Schnarchnasen hier. So. Oh. Drängt er mich gut ab. Oh. Komm schon. Um 2 Minuten Nachspielzeit hier in der ersten Hälfte. Wieso laufe ich so lang mit dem Ball am Fuß, wenn ich keine Chance dagegen habe? Hey, so viele Flüchtigkeitsfehler, was mir einfach momentan unterlaufen. Das kann nicht sein. Das darf ich nicht machen. Das ist einfach nur dumm. Ja, sowas auch schon wieder. Oh, jetzt nehme ich den aus Versehen nach vorne. Ja, das sind halt die Flüchtigkeitsfehler, die ich meine. Das sind die Momente, wo man sich denkt, ah, hätte ich Scampad liegen gelassen. Aber ich muss scheiße nochmal eins aufnehmen. Dann kommt noch ein Pass. Ah, dann pfeif mal eher, du Pflaume. 2 Minuten lässt er laufen, bis er mal pfeift hier so ein Abseits. Das verstehe ich mal gar nicht. Ja, genau. Nix gibt's. So, weg damit. Ja, klar, zum Gegner. Ah, gut. Was mache ich auch momentan für Pässe? Hält es ja im Kopf nicht aus. So, Ecke. Ein Hammer. Wow, selbst der kommt nicht an.
Dumm. Einfach nur dumm, was ich hier alles gerade mache. Ja. Der geht weit drüber. Ja, gut, da waren wir dran. Jetzt wird schon fast lächerlich. 4-1. Ich spiele wie der größte Bob gerade. Ohne Scheiß. Das macht ja schon fast keinen Bock mehr, was ich hier abliefere. Der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Da hätte ich das Gamepad auch liegen lassen können heute. Boah, dann spielt er ihn an. Statt dass er mir den anderen gibt. Mann! Geh halt auf die Seite. Das gibt's nicht. Boah, klar. Oh, kann ja auch aufs Tor gehen, bitte. Wo eher nicht. Come on, lauf doch. Wollt er nicht, ne? 5-1 mittlerweile. Also das ist schon traurig, was ich heute abgeliefert habe. Aber so sehr traurig. Hab zwar schnell den Ausgleichstreffer geschafft, aber dann war der Ofen aus bei mir. Ja, komm. Da hat er mich wieder irgendwie angestupst. Und weg ist der Ball. Der hat eine total kaputte Mannschaft. Das verstehe ich nie. Total kaputt, die dürfte eigentlich gar nicht mehr laufen können. Kein Pass mehr gerade spielen können. Aber geht irgendwie. Was war denn das jetzt? Ziehen erst zurück. Aus dem vollen Lauf natürlich. Er kommt wieder hin. Wie gesagt, das verstand ich in FIFA 16 schon nicht, dass die Mannschaften immer noch am besten laufen, die hier kurz vorm Tod sind. Na, ich renne auch immer zu viel. Das weiß ich ja. Mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn er einen Elfer kriegt. Ich kriege aber auch kein Foulspiel für das, dass er mich einfach nur umhaut. Das ist halt so traurig. Der hat doch nichts mehr. Der muss am Boden liegen und jammern.
Mit denen kann man wohl irgendwie besser blockieren oder sonst sowas. Also, guckt euch die Energie von meinem Gegner an. Das geht mir nicht in den Kopf. Und dass das so übersehen wird und nicht gepatcht wird. Naja, egal. Ist eine verhexte Saison bei mir. Naja, ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein. Bis dahin, ciao.